Hallöchen, meine Damen und Herren, endlich ist es soweit. Ich mache mich nun an die Steam-Profil-Bewertungen. Dazu aber noch ein Vorwort, damit alle auch verstehen, warum das eben durchgeführt wird. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Doch, mir fällt sogar ein Beispiel ein. Das beste Beispiel überhaupt. So, die Sache ist die. Trust-Faktor, die Cheater-Problematik und so weiter und so fort habt ihr über die letzten paar Jahre schon sehr, 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 sehr viel gehört. Vor allem auch viel bei mir, ich weiß. Wir haben immer wieder feststellen können, auch über ein eigenes Experiment von mir selbst, aber auch über die Streams, über ganz viele verschiedene Accounts, User und so weiter und so fort, dass der Trust-Faktor ein Tool sein kann, das einem dabei hilft, nicht mehr so oft auf Cheater zu treffen. Man kann die Cheater-Antreffrate damit senken. Genau darum ist das System auch eingeführt worden und Valve hat damals offiziell gesagt, dass es wie folgt funktioniert. Jeder, der ein gutes Steam-Community-Mitglied ist, hat einen guten Trust-Faktor und die Leute, die kein gutes Steam-Community-Mitglied sind, haben einen schlechten Trust-Faktor. Das Ganze funktioniert nach dem Schema, nachdem auch viele von euch von ganz alleine Profile bewerten. Man kommt in den Spiel rein, öffnet das Steam-Profil von einem Gegner und denkt sich um Himmels Willen. Der ist Steam Level 1. Ach du Scheiße. Der hat nur Counter-Strike. Der hat ja gar keine Freunde. Der ist in gar keinen Gruppen. Der hat da gar nichts. Das Einzige, um das sich sein Account dreht, ist Counter-Strike. Und da auch nicht tiefgehend, dass man jetzt sagen könnte, er hat da ein Review geschrieben. Er hat irgendwelche Tutorials dafür gemacht. Oder Screenshots davon. Oder Guides oder irgendwas. Sondern es ist einfach ein leerer Account, auf dem Counter-Strike gespielt wird. Das riecht natürlich ganz stark nach einem Smurfer oder im schlimmsten Fall Cheater. Und genau nach diesem System geht eben der Trust-Faktor auch vor. Er guckt, was für ein Steam-Community-Mitglied du bist. Bist du ein gutes? Machst du viel in der gesamten Community? Oder eher nicht. Denn uns ist ja sicherlich allen klar, dass ein Cheater oder ein Smurfer sich in einen 2-, 3-, 4-, 5-Account, mit dem er halt hardcore reinraged zum Beispiel, dass der nicht ausgebaut ist. Da sind keine 200 anderen Spiele drauf, da sind keine tausenden von Spielstunden in anderen Spielen. Keine Gruppen, keine Freunde, keine Screenshots, keine Videos, keine Tutorials und so weiter und so fort. Da ist einfach nur Counter-Strike. Und nach diesen Faktoren, wovon natürlich auch einige mehr zählen und andere weniger zählen in deinen Trust-Faktor rein, wird der Trust-Faktor berechnet. Also lange Rede, kurz der Sinn. Das Trust-Faktor-System unterscheidet praktisch zwischen Leuten, die ihren Account richtig benutzen, das sind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Legits, und Leuten, die ihren Account nicht so richtig benutzen. Das sind dann meistens Cheater oder Smurfer. Ich zeige euch hierfür ganz kurz meinen Main-Account, der seit eh und je für einen relativ guten Trust-Faktor steht. Ich habe früher ganz, ganz viele Solo-Queue gemacht und hatte da nie irgendwelche Probleme mit Cheatern oder sonstigen Gedöns. Wenn wir in den letzten 8 Jahren, also solange streame ich jetzt mittlerweile, Probleme hatten in den Games mit Cheatern und Co., dann lag das meistens an Accounts, die halt mit uns mitgespielt haben, die selbst nicht so gut aussahen, also einen schlechten Trust halt einfach mit reingebracht haben in unsere Gesamt-Trust-Lobby. Meinem Account sieht man eigentlich ganz gut an, dass er halt ja natürlich einige Jahre auf dem Buckel hat und über diese Zeit auch genutzt wurde. Wobei die Sache hier nach unten eher, ich sag mal, ja, sieht halt ganz nett aus, aber hauptsächlich kommt es hier oben auf diese Geschichten an. Sogar eigentlich, ja, hauptsächlich auf diese rechte Bar hier. Das Accountalter ist natürlich wichtig. Brandneue Accounts müssen zwar nicht zwingend einen riesen Manko haben, da gibt es sicherlich auch Auffangfunktionen, die das wiederum beachten, dass eben auch nach wie vor neue User nachkommen, die halt nicht einen 30 Jahre alten Account haben können. Aber die meisten Cheater und Smurfer haben eben auch eher neue Accounts. Wobei es hier noch eine Auflistung gab, das habe ich im letzten Video rausgeschnitten, weil es viel, viel zu lange ging. Die meistgebannten Accounts waren um die 3 Jahre alt. Man sollte ja meinen, dass die hier vorne alle sind, weil sich die Cheater alle neue Accounts machen, aber tatsächlich ist es in diesem Bereich. So die, ja komm, sagen wir so. Und hier unten geht es dann natürlich einfach weiter. Die Profil-Awards, die Badges, die Games und so weiter und so fort, das sind Dinge, die ein Cheater oder ein Smurfer eher nicht haben wird. Welcher Cheater kauft sich für seinen Account, hier sind übrigens nur gekaufte Spiele drin in dieser Anzahl, welcher Cheater kauft sich für einen Wegwerf-Account einfach noch ein paar Spiele obendrauf? Diese einzelnen Punkte sind übrigens alles auch nur Hürden. Natürlich kann man sich die alle mit Zeit und Geld so hinschieben, dass man dann als Cheater auch auf einem sehr hohen Trust-Level cheaten kann, ganz klar. Aber der Großteil macht das natürlich nicht, weil man halt dafür Geld ausgeben muss und Zeit einbringen muss. Warum? Man kann ja einfach unten im Low Trust rumcheaten. Das ist ja genauso. Ja, also hier ist es relativ selbsterklärend. Solche Sachen wie Screenshots, Videos, Workshop-Items, Reviews, Guides und Artworks, die sammeln sich dann über die Jahre der Nutzung des Accounts an. Gruppen sammeln sich über die Zeit natürlich auch an. Aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist die Freundesliste. Ich habe jetzt vergleichsweise viele Steam-Freunde, klar, als Creator, ne, ich frage halt viele an. Wichtig bei der Liste ist, und das ist wirklich, wirklich extrem wichtig, dass ihr hier drin nicht so viele User mit Wackbann habt. Es geht da wahrscheinlich um einen gewissen prozentualen Anteil, denn aktuell habe ich noch ungefähr 5 Leute mit Wackbann oder 6. Und die habe ich auch schon ziemlich lange. Das sind halt Leute, die vor vielen tausend Tagen mal bei COD gebannt wurden und dadurch ein Wackbann bekommen haben. Bei einigen sind die auch gar nicht mehr auf den Steam-Account sichtbar, aber mit Steam-Rep zum Beispiel, das wird in der Beschreibung verlinkt sein, kann man nachgucken, ob Leute auf deiner FL eben einen Bann haben. Es gab einen kleinen Zeitpunkt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres,
da waren ganz, ganz viele auf meiner FL gebannt. Also ein großer prozentualer Anteil meiner Freunde waren kurz temporär gebannt, weil es ja diese Fehlbans gab wegen Nvidia. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren. 5%, 10%, 15%, 20% meiner Freunde, die halt für einen Tag gebannt waren. Und an diesem Tag haben wir auch gestreamt. Ich gehe ins Spiel rein und ratet mal, wer auf einmal einen Red Trust hat. Hier, der da. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass nicht ich den Red Trust bei den anderen sehe, was viel, viel öfter vorkommt oder vorgekommen ist, sondern dass alle angezeigt bekommen, dass das Spiel signifikant schlechter sein könnte, also die Qualität des Spiels, zwecks Cheater, weil ich den Red Trust habe und wir wurden dann auch umgecheatet an dem Tag. Schön mit Spinbots, das war richtig eklig. Und ich hatte mich damals noch gefragt, warum habe ich jetzt eigentlich einen Red Trust gehabt? Ich habe das natürlich nicht gerafft, was abgeht. Und dann haben über den Stream manche geschrieben, ey, auf deiner FL sind ultra viele Leute gebannt, was ist denn da los? Und ein, zwei Tage später hatte Valve ja diese ganzen Bans wieder zurückgenommen, die aus Versehen ausgestellt wurden. Und siehe da, die Spiele sind wieder cheaterfrei. Ha, also der Punkt Friends ist unglaublich wichtig. So, okay, jetzt haben wir die extra fette Einleitung gemacht. Es ist wie gesagt wichtig, damit verstanden wird, warum wir das hier machen. Und natürlich sage ich ja noch ganz zum Ende, wer sich jetzt sagt, der Trust-Faktor ist Quatsch und hin und her, okay, dödel ruhig weiter gegen Cheater rein. Gestern hat einer geschrieben, der Trust-Faktor wäre ja schon seit Jahren aus. Wir haben gerade vor ein oder zwei Wochen wieder die gelbe Meldung bekommen bei einem Kollegen, der mitgespielt hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich möchte mit diesen Videos, in denen ich über solche Sachen spreche, ja nicht irgendwie euch was in den Kopf hämmern, von wie so ein Glaube oder sowas. Ich will nur sagen, worauf ich hinaus will, ist, die Situation ist, wie sie ist, also mit Cheatern, das Spiel, der Zustand und so weiter und so fort. Und es gibt Tools, mit denen wir die Sache verbessern können oder könnten. Es kommt auch auf deine Elo drauf an, das ist ganz wichtig. Ich habe in einem anderen Video erklärt, warum Trust-Faktor-Systeme, ich habe über die Jahre einige kennengelernt, auch in ganz anderen Bereichen, und die funktionieren am besten im Mittel. Und ganz unten und ganz oben, also im Hardcore-Low-Elo und im Hardcore-High-Elo-Bereich, in denen sich nicht so viele aufhalten, da funktionieren solche Systeme nicht richtig, weil in dem Fall die Bad Actor, also Cheater-Dichte, viel zu hoch ist. Aber naja, das erkläre ich jetzt hier dann nicht auch nochmal, weil wir sind schon irgendwie hier mit 15 Minuten im Intro. Also kurzum, ich möchte euch nur Tipps an die Hand geben, wie man die Situation verbessern kann oder könnte. Okay, gut, legen wir los. Ach ja, vergesst nicht das Knife-Giveaway auf Twitch diesen Monat. Rankommen. Der Link ist in der Beschreibung. Let's go. Also, ich gehe jetzt der Reihe nach durch. Das sind die Accounts, die heute vorgestellt werden sollen. 46. Mal gucken, ob wir alle schaffen. Holt euch also was zu essen. Dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Demi die Hose. Guter Name. Demi, das ist überhaupt nicht... Boah, lecker. So, 63 Spiele. Inventory ist auch einiges drin. Ist natürlich auch ein Punkt, der mit reinzählt. Counter-Strike zählt sicherlich auch mit rein. Eure Spielstunden, die Badges und Erfolge, wobei das ja im Moment nur ein einziger Erfolg ist. Danke, Wolvi. Und auch die Reports, die ihr erhaltet und früher hieß es zumindest auch, die man ausgibt, sind relevant für den Trust. Das muss ich noch ganz kurz vorneweg sagen. Wenn du in jedem Spiel ständig reported wirst und nicht report-botted, sondern in einem normalen Maße reported wirst und auch immer wegen dem gleichen reported wirst, dann ist das natürlich schlecht für deinen Trust-Faktor. Man hat auch lange Zeit gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn du übermäßig viel reportest, dann kriegst du auch einen schlechteren Trust-Faktor. Wichtig ist aber hier wirklich der Zusatz übermäßig viel. Demi, dein Account sieht sehr, sehr gut aus. Wenn ich auf dich treffen würde, du mein Gegner wärst und ich mache diesen Account auch für dich denken, ja, das sieht schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Wahrscheinlich kein Smurfer, wahrscheinlich auch kein Cheater. Natürlich kann man sich hier immer verbessern. Das wird auch eine Sache sein, die ich wahrscheinlich bei jedem einzelnen Profil sage, einschließlich auch meinem. Mehr geht immer. Ich hatte überlegt, ob ich bei jedem einzelnen von euch eine Steam-Freundes-Überprüfung mache mit Steam-Rap. Das ist in der Beschreibung, wie eben schon oder vorhin schon erwähnt. Aber da wir hier 46 zu bewertende Profile haben und Steam-Rap manchmal hängt, dauert das viel zu lang. Macht das bitte selbst. Ich weiß, dass Demi auch jemand ist, der hauptsächlich Legit Games spielt und selten auf Cheater trifft. Von daher gehe ich mal davon aus, dass hier nicht so viel gebanntes Gut drin sein wird. Optisch schöner als meiner. Aber ich denke, jeder Account ist oder die meisten werden optisch schöner als meiner sein, weil ich halt nur, ne, ich habe dieses uralte Garry's Modding, der Rest ist schwarz und Default hier, also ja. Also Daumen nach oben. So, Mr. Fair, auch direkt sehr schick aussehend, der Account. Einige Skinnerizis da liegen. Was man übrigens auch beschauen kann, ist natürlich die Kommentarsektion. Da würde ich jetzt auch nicht viel rauslesen, aber wenn bei jemandem halt die ganze Zeit Minus-Rap-Cheater oder Wallhacker oder irgendwas drinsteht, das ist so, nur für meine Augen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trust-Faktor danach guckt, wie oft da Cheater drin steht, zumal man das ja auch löschen kann. Wie eben bei Demi auch schon erwähnt, kann man hier natürlich ein bisschen mehr machen. Man sieht deine Freunde nicht, weil man die wahrscheinlich auf privat stellen kann. Du kannst das ganze Profil auf privat stellen, Inventory auf privat stellen, wahrscheinlich auch die Freunde. Es ist auf jeden Fall nicht von Nachteil, wenn du alles auf öffentlich stellst. Natürlich kann es nervig sein, wenn man andauernd irgendwelche Scammer-Anfragen bekommt, weil das eigene Inventory zum Beispiel nicht auf privat steht, sondern das halt jeder sehen kann, klar.
Aber das kann man wiederum einfach ablocken. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich nur Freundschaftsanfragen von denen annehme, die in unserer Steam-Gruppe die Dummbabbler drin sind. Alle anderen nehme ich einfach nicht an. Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass, sofern Freunde vorhanden sind, ich denke, du hast welche, dass die auch öffentlich stehen. Deinem Trust-Faktor schaden wird das auf jeden Fall nicht, sondern wenn überhaupt halt, ja, wirst du davon einen Gain verspüren. So overall würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was, reinrödeln, aber ja, das ist schon mal recht solide. Fairplex, abgeschlossen. Jonas, Digga, return. Ja, also hier ist noch nicht so viel zu sehen. Ich nehme an, dass der Account auch noch, gut, relativ neu, muss jetzt nicht zwingend sein. Auch uralte Accounts können so small aussehen. Aber hier ist ja noch gar nichts. Ja, also Jonas, dein Account sieht jetzt nicht so gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass deine Spiele vielleicht auch nicht optimal wirken. Es kann sein, dass du einfach relativ neu bist. Du hast 364 Stunden in CS. Wenn das dein allererster Steam-Account ist, dann ist das nun mal einfach so. Dann gebe ich dir direkt an die Hand, wenn möglich, Freunde ranholen und das hier ausbauen. Es ist schon mal schön, dass du ein Review geschrieben hast, wahrscheinlich zu Counter-Strike. Ah ja. It was a very good game for all man. Das liest sich sehr komisch, Jonas. Das liest sich sehr merkwürdig. Da ist also noch sehr viel Ausbau vonnöten. Ich sag mal, so ganz leicht nach unten. Bisschen nach unten gekippt. Achso, und nicht in unserer Steam-Gruppe. Das ist natürlich Trust Factor minus over 9000. So, Ryan, da bin ich gespannt. Denn ihn hatte ich schon so ein bisschen... Oh. So ein bisschen gecoacht. Ryan hatte sich bei mir auf Discord über seine schlechten Spiele beschwert und mich dabei jetzt gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Das ist halt schwierig. Also ein so frischer oder relativ frischer Bann, das ist jetzt fast ein Jahr, ich weiß, so frisch ist es nicht, aber wir hatten schon jemanden in der Community, dem ich auch geholfen habe. Er kommt vielleicht auch hier noch bei der Vorstellung. Er hatte auch einen Gameban, der sehr, sehr frisch war und wurde extrem oft umgecheatet. Ihm habe ich zu einem kompletten neuen Account geraten. Das hat er gemacht, hat den aufgebaut und siehe da, gerade gestern haben wir wieder gemeinsam gespielt. Alles chillig. Und er war jemand, mit dem wir wiederum im Vorfeld mit einem anderen Account gespielt hatten, aber nicht alles chillig. Also ein neuer Steam-Account plus Aufbau dieses Accounts hat bereits dazu geführt, dass wir zumindest mit ihm nicht wieder Cheater hatten. Das zieht den Account, wie gesagt, sehr, sehr runter. Sonst geht's. Also ja... Natürlich kann man hier auch noch deutlich, deutlich mehr machen. Also Daumen eher so in Richtung runtergehend, sorry. So, dann haben wir hier Babbo Phoenix. Er ist ein Mysterium, denn er wird wirklich, wirklich, wirklich extrem oft umgecheatet. Also zumindest nach eigener Aussage. Ich glaube ihm, oder glaub dir das aber auch, Babbo, du sagst ja, du wirst auch komplett umgespinbottet. Und ich will hier wirklich niemandem unterstellen, dass er, einen Spinbot nicht erkennen kann. Wenn jemand bei euch in der Lobby spinnt, dann erkennt ihr das zu 100%. Da gibt es nicht Skill-Issue oder irgendwas. Ja, Babbo, dein Account sieht ja schon mal ganz frisch aus, Monsieur. Deine Freunde auf jeden Fall überprüfen, ganz wichtig, auch jetzt bei dem Fall. Das macht am besten jeder von euch. Bitte einmal die FL überprüfen und alle Leute weghauen, die einen Wackbann haben oder halt auch Gameban. Schön grüner Account, grün ist meine Lieblingsfarbe, also optisch sehr, sehr geil. Auch die Profilkommentare sind sehr based. Es dreht sich ja auch sehr stark um andere Spiele und nicht nur um Counter-Strike. Also an sich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie deine Spielweise ist, Babbo, ob du irgendwie viel reported wirst. Ich kenne ein paar wenige, da ist so viel Toxicity mit dabei, dass diese Leute, und da spreche ich nicht von dir, Babbo, dass diese Leute wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit in jedem Spiel reported werden, für ihre Art und Weise, wie sie drauf sind. Und das ist natürlich auch nicht gut für deinen Trust-Faktor. Denn ja, der Trust-Faktor bestraft natürlich auch Leute, die toxisch sind, die unhöflich sind und so weiter und so fort. Das wäre mir von Babbo jetzt aber neu, dass er irgendwie extrem toxisch wäre. Zu Babbo kann ich auf jeden Fall noch eine kleine Anekdote gerade von diesem Jahr erzählen. Er hat lange Zeit kein Counter-Strike gespielt wegen den Cheatern. Das hat ihn so genervt, er wurde ständig umgecheatet. Ich habe gesagt, komm doch mal mit zu uns. Wir werden so gut wie nie umgecheatet. Spiel doch mal rein und erlebe dieses schöne Feeling, wenn du einfach spielen kannst und nicht umgecheatet wirst. Er kommt zu uns rein, wir spielen, keiner cheatet. Und er sagt, das war wie ausgewechselt. Warum hat er das nicht? Warum hat er das bei uns im Stream, aber nicht alleine? Ich nehme an, dass unser Gesamt-Trust-Niveau halt dann einfach höher ist, wenn wir zusammenspielen und dein eigenes halt niedrig ist. Guck bitte deine Freunde durch und geh ganz tief in dich und überleg, ob du vielleicht irgendwann irgendwie mal sehr, sehr stark und viel reported wurdest. Also von der gesamten Optik und auch von den Zahlen her, Babbo, ganz klar Daumen nach oben. Das sieht gut aus. Biber Babsara, Babsara ist wieder da. So, jetzt kommt General Schlanz. Hier bei Sledge fühlt man sich auch direkt richtig wohl. Schöner Account, optisch sehr ansprechend. Ein Farbschema und auch mit den Skins alles Gold oder Gelb. Geil. Bei Sledge weiß ich nicht, wie sehr er umgecheatet wird, wenn er Solo spielt. Ich glaube, Sledge spielt überhaupt kein Solo. Er spielt eigentlich hauptsächlich mit uns. Darum gehe ich mal davon aus, Sledge, dass du eher weniger Cheater-Probleme hast, weil ich bei den meisten Spielen dabei bin, die du bespielst. Und ja... Die sind ja clean. Hier natürlich auch wieder so ein kleiner Hint. Mehr ist immer besser, aber sonst. Daumen nach oben. David Da Vinci, kannst du bitte mal meine Skin-Kombi anschauen? Mhm.
Okay, eigentlich geht's ja hier nicht darum. Ich weiß auch nicht, welche Skin Kombi. Ah, das ist Schniedel, so. Weiß nicht, welche Skin Kombo du meinst. Ja, das sind actually sind das gute Skins. Oh. Ist jetzt rein optisch nicht hardcore ansprechend für mich, aber geht auf jeden Fall in Ordnung. Keine Bubbler-Gruppe. Aber sonst auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben eben schon ins Inventory reingeguckt. Das sah ganz gut aus, Freunde. Wie immer bitte selbst überprüfen, ob da wackgebannte Leute drin sind. Und sonst ist das hier eine recht solide Geschichte. Also da kann man sich erstmal nicht so beschweren. Wie gesagt, auch nice Cocktail in den Kommentaren. Tipptopp. D-Play. Der sogenannte Dick-Play. Directly auch ultra krasses Profilbild. D-Play, hast du das selbst gemacht? Dude. Die Aufmachung, sehr, sehr hübsch. 459 Freunde. D-Play. Bekannt wie ein bunter Faultiermann. 1400 Spiele, bist du verrückt? D-Play, bitte einmal in die Kommentare reinhauen, wie oft du auf Cheater triffst, danke. Und in welchem Zusammenhang natürlich. Denn wenn man einen sehr, sehr guten Trust-Faktor hat, also man selbst, hat man im Solo-Queue natürlich sehr gute Spiele. Wenn man dann mit anderen spielt, die vielleicht runterziehend wirken, kann es schlechter werden. Ist auch in der Bubbler Steam-Gruppe sehr gut. Ja gut, ist ja auch immer eine FL, ne? Klar. Ja, Daumen nach oben, ganz klar. Trotzdem bitte einmal deine 400 Freunde überprüfen, ne? Man weiß ja nie. Neid! Ich habe mich lange nicht mehr im Stream gesehen, du alter Knödel. Items Showcase hier oben, sehr nice. Wir gehen einmal runter. Ja, sieht in Ordnung aus. Auch nicht nur Counter-Strike hier am Ballern. 23 Games, 13 Screenshots, diverse Freunde, Twitter, Twitch, Tradelink. 5 Jahre alt. Da geht auf jeden Fall noch mehr, aber das kommt ja sowieso mit der Zeit. Ich glaube, du bist aber recht hoch von der Elo her, ne? Wobei wir übrigens gestern im High-Game oder in einem Mixed-Game waren wir auf 19 und 20.000 Elo. Und ich habe mich noch verrückt gemacht, von wegen, oh Gott, okay, das könnte jetzt wirklich schwierig werden. Nicht im Teamspeak, damit es die anderen nicht hören, aber ich habe mich gemutet und zum Chat gesagt, Leute, hier oben ist schwierig mit Trust Factor, aber es war einfach geil. Also es war ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich habe reingeschissen wie der letzte Vollidiot, aber sonst chillig. Ja, es war ein Mixed Game, fällt mir gerade ein. Eldeo, du warst auch mit dabei. Weiß gerade nicht mehr genau, wer die anderen drei waren. Aber ja, alle machen schön ihre Kills, nur ich, nur der hier nicht. Ja, grundsolider Account Night, hier mehr, weißt du ja, und Freunde überprüfen. Ja. So, wir sind bei 26 Minuten Aufnahme und ich habe noch 37 Profile vor mir. Mein Account ist aktuell auf der Grenze, sprich, wenn ich einen Report kriege, habe ich im nächsten Match Cheater, sonst nichts. Ikaros, das merkst du, dass es gibt sowas, so einen Grenzbereich, den du selbst spüren kannst. Okay. Also wirst du oft reported, verstehe ich das richtig? Dass du praktisch an dieser kritischen Masse von Reports angekommen bist und wenn einer oben drauf kommt, kriegst du auf den Deckel. Warum wirst du so oft reported, Ika? Was ist da los? Es gibt natürlich noch den Punkt, dass dich das Matchmaking-System oder Premier-System sehr cockig einrankt oder du Pech hast und sehr, sehr viele Downranks hast. Also ich hatte auch vor kurzem erst 3000 Elo verloren. Und dann bist du ja irgendwann ein ungewollter Smurfer. Und leider kommt dann auch langsam dieses typische Skill-Issue-Denken ins Spiel rein. Und du machst halt was für deine ehemalige Elo, 3.000, 4.000 Elo darüber normal war, aber da unten als Cheat angesehen wird. Und dann kriegst du halt dementsprechend auch Reports, das ist halt scheiße. Das müsste halt aus den Leuten rausgeschüttelt werden. Dass man sagt, guckt euch einfach an, was möglich ist, was gute Spieler spielen können. Und sagt nicht, oh, der hat eben einmal auf den Kopf geschossen, Cheater. Ja, aber so Overall-Profil sieht ganz gut aus. Freunde durchgucken, hier natürlich mehr machen. 887 Achievements, du alter Angeber. Auch andere Spieler am Daddeln, sehr, sehr schön. Also ja, auch grundsolide auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, ein Ticken übersolide. Gut. So, Suleiman. Von Shihiros Reise natürlich, das weiß ja jeder. Etwas kurz. Das war frech hier. Battlefield und CS2 Enjoyer. Noise. 107 Games. Gut, 18 Reviews. Natürlich ein bisschen aus. Muss ein bisschen aufbauen. Für den Anfang wieder nicht schlecht. Wisst ihr was? Hier bei Badges müsste ich doch immer sehen, wie alt der Account ist. Da ist doch das Account-Alter Ding A3. Die kritische Masse ist erreicht, die wir es vorhin gesehen haben. 3 Jahre alter Account. Bann. Also hier geht auf jeden Fall auch noch mehr. Also wirklich mehr, da würde ich so in die Richtung gehen. Schrotti, ah ja. Scrollen wir hier mal so ein bisschen durch. Aha, aha, aha. Andere Spieler am Start, sehr schön. 9 Jahre alt. Und Deck-Cookie-Cork. Bin mir gerade nicht sicher, kriegt man das, wenn man das Ding gekauft hat, oder kann man das auch anderweitig holen? Das weiß ich gerade nicht so genau. Im Stream hieß es diesbezüglich mal kurz, hey, dein Trust-Faktor steigt jetzt bestimmt auch noch weiter. Da hatte ich mir gerade frisch das Steam-Deck gekauft. Ich habe ja von euch das, ne? Und da habe ich auch drüber nachgedacht, ja, vielleicht tracken die das auch. Welcher Cheater kauft sich ein Steam-Deck? Welcher Smurfer? Ja, also es ist natürlich auch wiederum eine Validierung für deinen
für deinen Steam-Account, wenn auch eine sehr teure. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch Steam-Decks kaufen sollt oder müsst, damit euer Trust-Faktor besser wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch mit reinfließt, ne? Das ist ja auch ein relativ starker Punkt. Ja, also auch ein Account auf jeden Fall in der Mache, der über die Jahre sicherlich noch besser wird. Ich bin gespannt, ob wir hier noch einen absoluten Abbruch-Account bekommen. Ich konnte jetzt über die Zeit einige Leute mehr oder weniger überreden. Ich habe einfach nach ihrem Steam-Account gefragt, also speziell die Leute, die sagen, ich werde ständig umgecheatet. Und dann gucke ich mir den Steam-Account an und die direkte Frage, die aufkommt, ist, hast du selbst vielleicht an? Cheatest du selbst, weil der Account so schlimm aussieht? Dass es kein Wunder ist, dass ich ständig umgecheatet werde. Naja, Zani. Ach Gott, so ein süßer Hund, guck mal durch. Also das hier ist sehr, sehr mager, da würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen aufbauen. Freunde natürlich überprüfen, so an sich sieht es aber sonst, ja, sieht das ganz in Ordnung aus. Wir gucken hier mal wieder in die Skinnerizis rein. Ist jetzt auch nichts Besonderes dabei, oder sie sind versteckt in einem Stash. Favorite Game, COD. Nice. Ist sogar in unserer Steam-Gruppe sehr, sehr gut. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall noch Arbeit reinstecken in den Account, damit er besser wird. So. Ah, das war übrigens Naked Coco Dude, okay. Hier kommt Code Snooze God. Hä, ist der Code nicht geladen? Der war doch gestern nicht so. Ich habe vor 22 Stunden habe ich das hier mein Sign gemacht. Das sah doch nicht so aus. Der wird doch nicht richtig geladen bei mir, oder? Ja, Level 100 ist schon mal schön. Ich würde auf jeden Fall trotz alledem auch noch gucken, dass man hier so ein bisschen aufstockt. Deine Spiele sind nicht öffentlich, könnte das sein? Bin ich blind? So, deine Spiele nicht öffentlich? Games Owned Zero? Das ist doch Quatsch. Das soll ich nur null Spiele. Also da würde ich auf jeden Fall gucken, dass du die Spiele online stellst. Das ist direkt merkwürdig. Es fällt halt direkt auf, dass da irgendwas komisch ist. Also hier auf jeden Fall wurschteln. Die Badge ist gut, aber hier und hier ballern. Sodele Raimler, da habe ich auch gerade hier ganz frisch gesigned. Und was geht denn hier ab? Was hast du denn da eingewurschtelt? Okay, süßes Bild. Aber sonst ganz schön leer. Ganz schön leer. Ich nehme an, dein Account ist trotzdem schon ein bisschen älter, oder? Ich habe hier einfach direkt das Feeling, dass der Account älter ist. 20 Jahre! Das ist echt krass. Ich würde hier auf jeden Fall noch ein bisschen aufbauen. Ich weiß nicht, wie deine Spielqualität ist. Ich hoffe mal, dass sie gut ist oder recht gut. Klar, auf dieser Optik steht nicht jeder. Also, dass nach unten hin ganz viel gescrollt werden kann. Lieblingsgame, Lieblingsspieler, Lieblingsmutter und so weiter und so fort. Sondern, dass es eher schmal ist. Ja, sicher. Aber diese Zahlen hier, die können nicht hoch genug sein, das weißt du ja. Und Freunde schon auf öffentlich stellen. Und da schämst du dich für mich. So, nicht viel zu bewerten. Oh shit, Kali, der Echte. Ich war doch erst letztens auf deinem Account, glaube ich. Ja, es geht. Kali, aufkommen. Da kann man schon ein bisschen bewerten. Erstens. Ja. Ich weiß nicht, was hier ist. Ja. Also ich würde sagen, ein Anfang ist hier auf jeden Fall zu sehen oder ein Versuch, dass das, was angefangen wurde, er war stets bemüht sozusagen. 67 Games sind aber wirklich ein guter Anfang. Je nachdem, wie stark du die Games bespielt hast. Das jetzt, wie gesagt, halt einfach scheiße von den Volvos selbst, dass die ganzen Achievements weg sind. Man wurde einfach den Achievements beraubt. Danke, Volvinchen. Du kannst auch locker hier mal für Dealers Life ein Review schreiben oder für das hier. So. Horst Ritzler. Mhm. Gucken wir mal bei dir rein, Horst. man braucht gar nicht scrollen und das ist schon zu Ende hier. Da würde ich, da würde ich doch einiges machen, wenn ich du wäre, auf jeden Fall. Steam Level 4, oh, 89 Spielstunden. Oh. Ich weiß, es muss nichts Schlimmes heißen. Es gibt nach wie vor Leute, man will es kaum glauben, aber es gibt nach wie vor Leute, die halt jetzt erst anfangen. Die mit Counter-Strike 2 frisch sich ihren Steam-Account gemacht haben, ihren allerersten, und dann sehen die Accounts nun mal so aus. Ein paar Badges hast du dir ja bereits gesnackt. Und da würde ich auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Spiele spielen, Reviews schreiben, Inventory ist nicht so wichtig. Ah, und am besten auf öffentlich stellen, wenn möglich. Also das kann ich nur jedem raten. Freunde, Inventory, das Steam-Profil an sich öffentlich. Scammer abblocken, indem ihr zum Beispiel auch sagt, sie müssen in unserer Steam-Gruppe sein, ganz einfach. Grundsätzlich ist die Elementarregel, niemand will euch irgendwas schenken. Niemand will euch einfach so irgendwas Gutes tun. Jeder will Profit. Egal, ob es Geld ist oder Daten oder sonst was, keiner schenkt irgendwie was ohne Gegenleistung. Also zumindest nicht einfach so in einem fremden Kreis. Also immer auf der Hut sein. Ja, da würde ich, 39 Minuten Aufnahmezeit. Oh shit. Wale. Das sieht doch schon mal, also da erkenne ich doch auf jeden Fall. Da hat jemand schön Zeit rein investiert, um sich seinen Account optisch hinzuklatschen und einiges aufzubauen. Finde ich sehr gut. Auch viele Spiele. Alles Mögliche auch auf öffentlich. Wie ist es mit dem Inventory? Yes. Ich gucke jetzt nicht zwingend irgendwie nach Knives oder sonst was. Das war früher auch manchmal in den Overwatches so, dass sich Cheater gesagt haben, ich spiele einfach mit meinen dicken Skins und cheate damit rein. Und im Overwatch sagen die Leute dann, oh, der hat Skins, der cheatet bestimmt nicht. Was natürlich Quatsch ist. Aber natürlich werden die meisten Cheater trotzdem nicht mit einem beskinnten Account reincheaten, sondern eher mit einem, der halt keine Skins hat. Das ist auch wieder ein Punkt von
extrem vielen, aber keine Regeln natürlich. Ich hatte Overwatches bei CSGO, da haben Leute mit Tausenden von Euro an Inventory Value gespielt und ja, die habe ich dann weiterhin verfolgt. Ich habe die reported, beziehungsweise halt verurteilt, habe dann geguckt, ob die gebannt werden und habe mich dann mit euch zusammen sehr gefreut, als die Leute gebannt wurden. Mit Tausenden von Euro im Inventory. Gibt's natürlich trotzdem. Skins schützen einen nicht davor oder heißen nicht, dass du legit bist. 12 Jahre, Macher, 96er Level. Ja, also das ist gut. Freunde halt durchgucken, weiter aufbauen. Ja. So, dann Mr. The Hanged aka Psychedelic. Auch optisch sehr ansprechend, aber was? 9 Jahre alt und du hast hier unten nichts? Du hast hier gar nichts? Bisschen, das wirkt irgendwie so mager. Man denkt dann, finde ich, zumindest direkt, dass viel rausgelöscht wurde. Ne? Wenn du einen 9 Jahre alten Account hast, 1600 Stunden CS2, da kann man sich kaum vorstellen, dass hier noch nie jemand was Positives oder Negatives geschrieben hat. Naja, hier auch wie immer weiter aufbauen, Freunde durchsuchen. Sonst sehr solider Grund, um sich was richtig Dickes aufzubauen. Larry, du alter Kokolori, Mann, was für einem Link. Weil ich Larry tatsächlich auf meiner FL habe, mache ich das jetzt so, aber schickt mir sonst bitte immer den Link natürlich mit, ne? Larry Fasebär, so, auch guter Account, fett aufgebaut. Favorite Group, die Bubbler, das ist natürlich Pluspunkt ohne Ende. Ne? Gaben ist ja mein Onkel, wisst ihr, und deswegen sage ich dann immer, ey, mach mal dem viel Trust. Ui, Larry, bei dir kann man richtig weit, aha. Richtig weit runter scrollen. Ja, Bärchen, das sieht gut aus. Ich weiß, dass du auf 20.000 Elo gerade stehst, glaube ich. Ja, 19.590. Warst du gestern dabei? Beim High Game oder beim Mixed Game? Ja, also das ist ein sehr schönes Profil. Freunde einmal durchsuchen, hier weiter aufbauen, Bärchen. Sonst ist es gut. Ne? Rebi, du alter Köttel. Also Rebi, ei, ja, ja. Ist auch gar nicht so viel zu sehen. Das ist, Also hier würde ich noch sehr, sehr viel machen, Rebi. Cheater minus Rep Cheater. Also 22 Games. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber hier kann man auf jeden Fall dann schon für ein paar Reviews sorgen, vor allem hier oben in dem Bereich. Also mir kam schon manchmal nach 2 Stunden vor, dass ich ein Spiel recht gut reviewen kann. Wobei du natürlich, wenn du dann mehr gespielt hast, auch wiederum ein Spiel dann nochmal reviewen kannst, beziehungsweise dein Review halt einfach updaten kannst. Aber da kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Das ist ja noch sehr, sehr wenig. Also ich gucke hier gerade durch und sehe, dass Alexcelerate hier auch 2-mal sich das geholt hat und beide Male nicht den Trade-Link, den Steam-Link drin hat. Ich lehne mal eins ab, Alex, dass du dein Geld praktisch zurückbekommst. Wir sind jetzt bei fast 50 Minuten Aufnahmezeit. Ich mache jetzt so Kiwi-Katze, letztes Profil für heute. Und dann mache ich die ganze Geschichte einfach in den zweiten Teil rein. Sehr, 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 sehr wenig hier zu sehen. Oh, wobei, nach unten kann man ganz gut runterscrollen. Das fällt einem hier dann gar nicht auf, dass du dann doch so ein bisschen ja was am, ja, ich sag mal, in der Mache hast. Inventory-mäßig, Freunde, yes. Gruppe, eine ist schon mal die richtige auf jeden Fall. Aber hier ganz klar, aufbauen, aufbauen, aufbauen. Bauen. 4 Jahre alt der Account, auf jeden Fall mehr machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da ist noch sehr, sehr ausbauungswürdig. Okay, dann mache ich die ganze Sache jetzt so. Wir machen jetzt hier einen Deckel drauf und ihr schreibt einfach in den Kommentaren, wie ihr das so fandet. Ob euch das als Content gefallen hat oder nicht. Wenn es euch gefallen hat, das sehe ich anhand der Zahlen, Klicks, Likes, Kommentare und so weiter und so fort, dann mache ich das Ganze einfach generell auf längere Zeit weiter. Wenn nicht, überlege ich, wie ich mit der Funktion auch jetzt umgehen soll in Zukunft. Ob ich die vielleicht einfach wieder aus dem Stream rausnehme oder nur noch bei Härtefälle reingucke oder irgendwie so, mal schauen. Ja, das wäre es dann gewesen. Wir sehen uns dann morgen im Stream oder am Freitag im nächsten Video. Dort werden wir dann bestimmt 3 YouTube-Giveaways auflösen, mindestens. Und auch wieder Neues machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt bitte, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr jetzt hiervon gehalten habt, ob das viel zu lang ist, ob das überhaupt interessant ist oder nicht. Der zweite Teil folgt auf jeden Fall mit den noch restlichen 23 Anfragen. Also, um genau zu sein, bis einschließlich Bergmolch CS. Ja, okay, gut. Dann, wie gesagt, danke fürs Zugucken, danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann, habe ich alles schon gesagt. Gut, dann war's das. Ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.